Stell mal vor, du bist Adam und du läufst durch die Gegend und denkst, sag mal, wo komme ich auf einmal her? Da war doch gerade noch gar keiner. Hey, ist das spitze hier. Sagenhaft, super. Da gefällt's mir. Plötzlich kam eine Stimme von oben, die hat gesagt, ja, und alles selber gemacht. Und da die Stimme von oben kam, wendet er sich nach oben und auch sein Blick sagt, und sag mal, warst du das? Und Gott antwortet, ja, das war ich. Ey, das ist ja super, da gefällt's mir, da bleib ich. Und Gott antwortet, das freut mich für dich, weil was anderes hätte es gerade nicht gegeben. Doch dann passiert etwas, und das steht im Buch der Bücher nicht drin, er kommt an einer Pfütze vorbei. Und er guckt in die Pfütze. Hey, sag mal, bin ich das? Und Gott antwortet, ja, das bist du. Und warum sehe ich so bescheuert aus? Und Gott sagt, also ich schuf dich nach meinem Bilde. Ja, du kannst ja leicht schwätzen. Dich sieht ja keiner. Aber ich muss so rumlaufen. Hey, sag mal, kannst du nicht was aus mir machen, was mir auffällt? Da ich will, dass jedes Wesen glücklich ist, mache ich was für dich. Und die Frage ist einfach nur, was bist du bereit dafür zu geben? Und Adam überlegt überhaupt nicht lang, greift sich hierher, reißt sich in die Rippe raus und sagt, hier! Ein Knochen kann schon. Und was tut Gott in seiner unfassbaren, unendlichen Güte? Nimmt diesen Knochen und formt daraus ein wunderbares, erhabenes, blondes Wesen. Zack, den Hund. Und Adam sagt, hey, was ist denn das? Und Gott antwortet, ein Hund. Ja, aber was soll ich denn mit dem Hund? Ich bin doch kein Hund. Erst sah ich scheiße aus, jetzt soll der auch noch mit dem Hund spazieren gegangen. Wenn das bisschen weil ich daheim bliebe, Mensch. Also, das kann doch nicht wahr sein. Und Gott sagt, du bist jetzt ruhig. Pass auf, ich will wirklich, dass du glücklich bist. Also, ich mach noch eins für dich. Und wenn es dir dann nicht passt, dann kannst du gehen. Ist das klar? Ja, ich hab's ja nicht so gemeint, aber mit dem Hund, wer kommt noch so? Psst, du bist jetzt ruhig. Und wieder fragt Gott, was bist du bereit zu geben? Und Adam sagt, hier, kannst du noch einen Knochen haben? Bitte. Und was tut Gott in seiner unfassbaren Güte? Formt daraus das wunderbarste, erhabenste Wesen, das bis dahin die Erde betreten hat. Eva. Für mich? Und Gott antwortet, ja. Darf ich es anfassen? Und Eva antwortet, nein. Und Adam ist entsetzt. Ich sag mal, wieso kann mein Knochen schwätzen, der soll durchhalten? So war das nicht ausgemacht. Und Gott antwortet, Schutz spät. Und jetzt sieht sich Adam die Eva an und er geht auf sie zu. Er ist in brandvoller Liebe. Er will sie umarmen und küssen und herzen. Und sie sagt, was für eine wunderschöne Idee. Aber du, bevor wir jetzt irgendwie da was machen, also wir müssen doch irgendwo schlafen. Guck mal, das Gras ist viel zu hoch. Das sollte man an der Rasenmäher. Da muss man... Also Adam geht sofort los und nur zupft und rupft das Gras weg und kommt häkeln wieder zurück. Ich bin so weit, jetzt können wir uns umarmen. Ich sage, nein, Moment mal. Essen müssen wir doch auch was. Gibt's schon mal was zum Essen? Sammeln mal. Adam, der sucht, findet Kartoffeln, macht die Kartoffeln raus, zupft nur ein paar Bärler von der Hecke weg und kommt da wieder. Dann soll er dahinter, soll er aus seine Steiermeierle bauen, weil das passt gut dahinter zu den Büschen, die da drüben sind. Und überhaupt der Busch dahin und der kleine Baum, der steht im Weg, den sollte man wegmachen. Falls Zug kommt, dann kann man ein bisschen weiter gucken, verstehst du, die schöne Aussicht, da kann er sonst gar nicht. Und dann macht er das dann da drüber auch noch weg. Und dann will sie also doch noch da drüber ein bisschen Ambiente, muss man hin, muss ein bisschen Ambiente, dann macht er noch ein bisschen Ambiente. Und irgendwann haut sie ihm die Sicherung raus und er sagt, Gott im Himmel, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss dauernd Hecke schneiden, Rasenmäher, Kartoffeln raus, durch Steiner da drüber, na, Blätter zupfen da drüber, Hecke raus, doch Gott im Himmel, ich flehe dich an, was soll ich tun? Und Gott antwortet, ich hab's dir gleich gesagt, gang mit dem Hund spazieren.